Also irgendwie habe ich mir die auf Amazon deutlich größer vorgestellt. Auf Amazon gibt es ein neues Trendprodukt für Outdoor Bushcraft. Und zwar diese super Outdoor-Säge. Die soll sogar besser sein als die gute alte Silky Pocket Boy 130. Hallo, willkommen, da ist der René Ostmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Im Butterfly-Stil sozusagen eine Säge, zweiseitiges Sägeblatt, hier etwas grobere Zahnung, hier etwas feinere Zahnung. Und das Ganze ist eine Zugsäge und wird halt auch für den Garten- und Outdoor- und Bushcraft-Bereich verkauft. Deswegen habe ich es auch gefunden auf Amazon. Die wissen nämlich ganz genau, worauf ich stehe, und deswegen verfolgt mich diese Säge durch das ganze Netz. Und die wird auch für den Outdoor-Bereich als gut angesehen. Naja, ich würde sagen, wir probieren es ganz einfach. Eigentlich so schlecht ist sie dann auch wieder nicht. Doch ich sag's gleich vorweg, mit der Silke kann sie nicht mithalten. Und warum? Vorteil liegt sicherlich darin, dass ich zweimal eine Säge habe. Aber wenn das Sägeblatt hinüber ist, ja, wo kriege ich dann einen Ersatz her? Dann, diese Säge ist extrem flexibel. Einmal einen Fehler machen, einmal es einer Person geben, die vielleicht nicht das mit dem Zug so drauf hat, und das Ding, jo, ist einmal gescheit verbogen. Und das bedeutet, du kannst es dann gar nicht mehr richtig einklappen und musst es dann wieder mit der Zange gerade biegen. Und da hat natürlich die Silky einen ganz klaren Vorteil. Erstens gibt es Sägeblätter in unterschiedlichsten Stärken und auch hundertprozentig gesichert. Der Silky ist einfach eine Firma mit Kontinuität. Dass die jetzt keine Sägeblätter mehr liefern, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ob die chinesische Firma, die das Butterfly-Dingsbums hier baut, wirklich immer wieder Sägeblätter liefert, ich weiß es nicht. Trotzdem war ich positiv überrascht von der Leistung von dem Teil. Also das ist wirklich beachtlich, was da eigentlich runtergeht. Natürlich habe ich das jetzt noch nicht lang genug im Einsatz, um wirklich sagen zu können, ob sich das im Outdoor-Bereich bewährt. Ich werde das einfach tun und dann bei mir am Kaufberatungskanal, schau da mal vorbei, ja, ein Fazit machen, ja, ungefähr nächstes Jahr. Und dann werden wir sehen, ob es das auch hält, was es versprochen hat. Punkt ist aber, bei dem Preis kann ich mir auch gleich eine Silky kaufen. Und da habe ich einfach deutlich mehr Qualität, was auch die Sägeleistung betrifft und natürlich was die Möglichkeit an Zubehör betrifft. Billige Eigenwerbung, das ist unsere Gürtelhalterung. Die passt für den Pocketboy 130 und 170. Psst, billige Eigenwerbung. Der Schnitt ist sehr, sehr sauber. Das liegt aber auch an der Zahnung. Also wenn ich mit der feinen Zahnung arbeite, kann einfach die Silky nicht mit. Und hier habe ich beides in einem. Meiner Meinung nach ist das eher etwas für den Heimwerker, der jetzt sagt, ich möchte meine Japansäge kompakt am Tisch liegen haben. Aber für den Outdoor-Bereich, also mir persönlich, wäre es einfach zu flexibel und zu unsicher. Zudem hat der Sägerücken der Silky Zusatzfunktionen. Abschaben von Material. Feuerstartbedienung. Und das bietet mir dieses Ding natürlich nicht wirklich. Trotzdem hat's was. Also das mit diesem Butterfly-Stil, ich finde, dass das eine wirklich coole Idee ist. Stellt sich halt nur die Frage, wie lang diese Schrauben hier wirklich aushalten. Also für einen Langzeittest nehme ich mir das auf jeden Fall her, denn es hat irgendwie was. Trotzdem, wenn du dir das erste Mal eine Säge kaufst und dir die Frage stellst, sagt Amazon die Wahrheit, ist das die beste Outdoor-Säge? Oder doch die biedere alte Silky Pocket Boy? Dann sage ich dir, hol dir fix die Silky. Wirklich. Ja, aber jetzt bist du dran. Kennst du das Produkt? Würdest du auch die Silky bevorzugen? Oder doch auf das chinesische Spezialprodukt greifen? Ich freue mich auf deinen Kommentar. Und ja, den Link zu all den Produkten findest du im ersten Kommentar und im Beschreibungstext. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann, und auf Wiedersehen.